Jo, hallo und herzlich willkommen zur Folge 9. Wir machen weiter mit Umbauen, Weiterbauen. Ja, was man halt so in dem Spiel halt macht, ne? Keine Ahnung. Bauen und Züge fahren lassen. Und gestern haben wir hier, beziehungsweise in der letzten Folge, das war gestern, haben wir hier den Bahnhof Alps umgebaut, schön mit alten Formsignalen. Wir müssen, oder beziehungsweise wir müssen noch mal ein bisschen zwei Sachen vorher machen, bevor wir jetzt dann an den nächsten Bahnhof dran gehen. Der letzte, der noch relativ klein ist. Das heißt klein, aber 200 Meter eben hat. Das ist der hier, Bodenfelde. Den müssen wir weiter auf 320 Meter. Das werden wir aber nicht so ganz ausführlich machen wie jetzt den anderen Bahnhof. Wir müssen aber vorher erstmal unsere Industrie mal weiter ausbauen. Und zwei Züge müssen wir noch mal neu machen. Ey, Kerle. Wer denn so blöd die Werft dann hier baut, ey? Kann nicht gewesen sein, ne? Egal, machen wir es halt so hier hin. So. So, die brauchen jeweils zwei. Die Straße abreißen, so. So. Was? Thank you.
So, wir werden hier für den Kohletransport, weil das ja sehr schwere Züge sind, die werden wir mit Strom fahren lassen jetzt mal. Das heißt, das Teilstück werden wir mal elektrifizieren. Ach so, nee, da müssen wir das andere ja auch machen. Oder wir bauen hier oben noch ein Depot hin. Ja, wir bauen da oben noch mal ein Depot. Extra für diese Züge. Ach, das geht wieder nicht. So. So, wir müssen mal ein bisschen gucken wegen den Einnahmen. Ich habe es jetzt einfach mal auf sehr schwierig gestellt. Ich weiß halt nicht, ob wir das dann hinbekommen. Wenn nicht, muss ich es dann doch nochmal irgendwie umstellen. So, zumindest irgendwie auf einen bisschen grünen Zweig kommen. Problem ist natürlich an der ganzen Sache, wenn man versucht jetzt mal so ein bisschen Schillenbau und wirtschaftlich zusammen. Kostet aber natürlich, wenn man Schillen baut, kostet das natürlich auch dementsprechend. Und natürlich auch die ganzen laufenden Kosten, was man eben dementsprechend hat. Beschienen und so weiter. Das heißt, wenn man Pech hat, ist beides auch nicht immer möglich.
So, wollen wir die mal ersetzen? Mal gucken, ob wir überhaupt so viel Knete haben. Lockt hier vorne. Ein elektrischer Weg. Also irgendwo fehlt uns noch die Oberleitung. Sollte das passen? Tja. Dreh mit dem anderen, sollen wir den ersetzt, ja. Nicht genug Knete gehabt.
Also, ich weiß nicht, Zug 9. So, ja. So. Wieso geht das nicht, ja? So nervig, ne? Die Schiene geht dann nur bis da. So. Kein elektrischer Weg, Alter. Ich verstehe es halt nicht, ne? Es ist halt... Also ich weiß nicht, warum das nicht geht. Ja, das nervt mich jetzt schon wieder. Da hat dann schon irgendwas gefehlt. Aber was? Also da war ja alles überdacht. Verdammt. Rollladung überspannt. So, mal gucken. Ja, also sehr schwierig fetzt auf jeden Fall schon mal. Da werden wir wohl keinen Gewinn machen. Das ist ja alles im Minus. Außer die Linie hier. Die hier. Einfach alles, also das ist ja...
Okay, ich hätte gedacht, wir machen ein bisschen mehr Gewinn. Gut, sehr schwierig ist natürlich auch ein harter Brocken. Ja, mal gucken, wir lassen es noch mal ein bisschen laufen. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Clemens Bischof 23, danke dir für den Follow, dankeschön. 2. Alles im Minus. Natürlich überlegen, ob man hier noch mal ein drittes Gleis hin macht. Hier oben irgendwie. Da wird der doch schon recht voll hier. Gucken, 136 Leute fahren damit. 105.000. Wow. hat mich der Zug gerade gekostet. Ah. Ich glaube, das wird nichts, auch sehr schwierig. Muss ja jeder Zug voll ausgelastet fahren, ey. Wir stellen es mal auf schwierig. Also ich will jetzt ja auch nicht irgendwie in Geld schwimmen oder so, aber zumindest will ich ja eine Balance haben zwischen Schönbau und ja, ein bisschen Realität, wie wir mit Kosten spielen. Naja, gucken wir mal, wie es auch schwierig ist. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Erfolg. Von den Kosten her.
Ja, mit so ein paar Mods laden, das dauert einen Moment. Über 300 Mods sind hier drin. Ich habe aktiviert, jetzt auf der Karte sind 309. Das dauert dann natürlich einen Moment, auch wenn man einen guten Rechner hat. Ja. Naja, naja. So macht denn die Linie so viel Minus, ey? Weil da sechs Züge draus sind, ne? Aber. Natürlich nicht so erfreulich. Wie die Züge keinen Gewinn machen können, die sind fast immer voll. Und hat 51 Leute, ey. Noch keine Häuser entstanden hier. Gucken, vielleicht, wenn die da keine hinbauen, vielleicht machen wir da mal eine eigene Stadt hin irgendwie.
Jo, Alfred, Junge. Heute noch COC mit Alfred und Chance. Ja, machen wir dann noch. Machen wir. Gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. So in einer halben Stunde. Tja, jetzt geht's aber los hier, Alter. Zack, direkt zwei Dinger dazu, ey. Jetzt rennt das aber, du. So, ich wollte den Bahnhof auch umbauen. Aber wir haben gerade noch nicht so viel Geld. Erstmal testen jetzt, ja. Aber denn mit Geld klarkommen. Beziehungsweise mal, wenn das auch schwierig gestellt ist. Beziehungsweise sehr schwierig und jetzt auch schwierig. Der Beton, dieser Brückenpfeiler eigentlich schon da dran am Gleis. Oh, stell mir die Einfahrt. Was hier alles steht, ey.
Das ist für den hier, ne? So, ja, mal gucken, dass wir vielleicht demnächst auf ein paar Züge auf Containerzüge umstellen. Jo, jo, Alfred. Hast du jetzt deine eigenen Emotes eigentlich? Der so aus wie du da, der Typ. Wie Tasty Gemma, okay. So. Wo haben wir denn mal hier? Der macht auch gewinnen. Wir fahren jetzt mal hier auf der 111 mit. Schick. Alles ist der Lokführer. Also schwarz, ey. Das ist ja eigentlich. Nee, geht hier nicht. Oh, der Führerstand ist auch gut gemacht. Warum, dass man noch nicht sitzen kann? So, ich lasse euch jetzt mal hier eine Runde rumfahren. Und ich werde mir mal kurz ein Brötchen schmieren gehen. Huch, so. Alte Szene. So, bis gleich. Welcher denn der?
Oh, da bin ich wieder. Aber wie lange der Zug unterwegs ist, ey. Der Zug ist dauervoll, ne? 175 oder 165. Hm, das ist aber blöd hier. Das Signal mal umsetzen. Ja. Das dauert alles voll.
Und zack, wieder komplett voll. Läuft ja, ey. Nicht normal, ey. Ja, ach, die stehen ja noch rum. Wo wollen die alle hin? Mako oder was? Monat Leute, ey. Ja. Wieso ist hier so eine Unterführung? Wo soll das da hingehen? Auch noch ein kleiner Bahnhof, ne? Fällt mir gerade mal auf hier. Ja, dann müssen wir auch mal umbauen, ey.
Das ist nicht normal. Was da abgeht. So, hier haben wir nicht geschafft. Noch mal getestet, wie es ist jetzt auf sehr schwierig und auch schwierig. Und es ist sehr schwierig und es ist schwierig zu verdienen. Tja. Ja gut, ich denke mal mit Optimieren und so weiter würde man da auf eine grünen 2 kommen wahrscheinlich. Gut, zwei Bahnhöfe bleiben uns noch mit dem Umbau, Bodenfelde und Nordheim. Nordheim müssen wir auch noch umbauen auf 320 Meter. Das werden wir dann die Tage machen. So, für die Folge soll es das erstmal gewesen sein. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wir gehen jetzt gleich erstmal noch rein in COD. Eine Runde mal wieder. Sich mal ein bisschen wieder aufregen. Und ja. Für YouTube, haut rein. Bis zum nächsten Mal.